Servus zu Barbecue aus Franken. Heute wage ich mich wieder an was ran, was ich nicht allzu oft mache, weil ich ganz offen gestanden da eigentlich nicht ganz so bewandert bin. Nichtsdestotrotz werden wir es tun. Warum tue ich das, obwohl ich nicht so bewandert bin? Es hat zwei Gründe. Der erste ist meine Frau, die mag es einfach ganz gern. Und der zweite, es ist zum Zeitpunkt des Videodrehs Karfreitag, also gibt es was Fischiges. Und zwar machen wir einen Fisch-Garnelen-Eintopf, das Ganze in dem Touch-Oven. Und das ist heute, ja, deswegen heißt es ja auch Grill- und Outdoor-Cooking bei mir. Eher kochen außen als wie grillen, aber nichtsdestotrotz, das machen wir jetzt. Und wenn wir es machen wollen, brauchen wir Zutaten und die schauen wir uns jetzt mal miteinander an. Also, Großaufnahme aufs leere Brett und das füllen wir jetzt. Und zwar mit 3 ja, mittelgroße Zwiebeln. Dann brauchen wir ja eine große oder 3 kleinere Knoblauchzehen. Wir brauchen eine rote Chilischote. Etwa 300 Gramm Tomaten, das sind in dem Fall 3 Stück. Dann brauchen wir 3 Esslöffel Sonnenblumenöl, 50 Gramm Langkornreis. Ich habe so ein Gemisch genommen, das ist ein bisschen Wildreis mit dabei. 1,5 Esslöffel edelsüßen Paprika, 4 Lorbeerblätter, 1 Teelöffel Thymian, 1 Esslöffel brauner Zucker, Rinderbrühe, 300 Milliliter. Dann brauchen wir 500 Gramm passierte Tomaten, 400 Gramm stückige Tomaten, das ist so eine Dose. Dann haben wir Tabasco ins Bild, da brauchen wir so etwa 10 Spritzer davon. 1 Esslöffel Cheyenne-Pfeffer brauchen wir. Dann brauchen wir ein bisschen Salz dazu. Ich habe hier ein Bärlauchsalz und ein wenig Pfeffer. So, das sind jetzt alle Zutaten bis auf den Fisch. Den zeige ich euch gleich. Was mache ich mit den Zutaten? Einfach ein bisschen was vorbereiten. Zwiebeln schneiden, Knoblauch klein machen, Chili schneiden und die Tomaten werden in grobe Stücke gewürfelt. Das war es an und für sich schon mit dem ganzen Zubehör. Jetzt kommen wir zum Hauptakteur, zum Fisch. Da liegt der Fisch. Ich habe hier Kabeljaufilets, das sind 250 Gramm. Ich habe hier Schellfisch, 250 Gramm, etwa 350 Gramm Wildlachs. Dann habe ich Bargarnelen, das sind etwa so ja, 20, 25 Stück um den Dreh rum. Und was meine Frau besonders mag, das sind halt Jakobsmuscheln. Und die kriegt sie auf jeden Fall auf den Teller mit drauf. Ja, das ist der Fischanteil. Was machen wir da? Den schneiden wir jetzt erst einmal in Stücke. Das brauchen wir nicht schneiden, das bleibt, wie es ist. So, dann geht es mal ins Fisch klein schneiden. Ach ja, übrigens, ich bin immer wieder gefragt worden, was hast du noch für Messer? Also, hier kann man es lesen, braucht nicht viel dazu sagen, man sieht es. Und diese Messerschale, diese richtig schöne von Lars Reinicke. Schaut bei dem auf die Seite drauf. Ihr findet auch unten in der Videobeschreibung einen Link zu beiden Geschichten. Da sind ein paar mehrere dabei, aber schaut es euch einfach an. Also, schneiden. Was machen wir? Wir schneiden das in etwa so, ja, solche großen Würfel. Ja, so sollte es sein. So sind es, glaube ich, schön. Also, wir schneiden es in, ich sage mal so, 2x2 cm große Stücke. Der Fisch ist vorbereitet. Wir haben die Stücke geschnitten. Das legen wir jetzt mal auf die Seite, sprich stellen es noch einen Moment kühl. Und es geht nämlich jetzt am Touchofen weiter. Zum Einsatz kommt heute der Petromax FD4,5. Der hat keine Füße, passt also optimal auf das Seitenkochfeld vom Gasgrill. Ja, was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir Öl zum Anbraten. Das schütten wir schon mal rein. So, wenn das Öl ein bisschen auf Temperatur kommen ist, geben wir die Zwiebeln dazu. Dann kommen gleich die Chili dazu und der Knoblauch. Knoblauch sollte bloß nicht verbrennen, müsst ihr aufpassen, sonst wird er bitter. Ah, ein herrliches Düftle, Zwiebeln und Knoblauch. Und schon eine Schärfe kommt noch vom Dampf her, von den Chilis. Klasse. So, jetzt sind ungefähr so 3-4 Minuten sind vergangen. Das ist ein bisschen schön angegangen. Jetzt kommt dazu der Reis, das Paprikapulver, der Cheyenne-Pfeffer, die Leoberblätter, der Thymian, Zucker. Mischen wir kurz drunter. Müssen wir bloß aufpassen, dass der Paprika nicht anbrennt, also sprich nicht Farbe nimmt, weil sonst wird er bitter. Und damit das nicht passiert, kommen gleich die Tomatenstücke dazu. Und die passierten Tomaten. Das lassen wir jetzt kurz aufkochen. Geben gleich einmal die Tabasco-Spritze dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12. Ich mag es ein wenig schärfer. Schön verrühren.
Die frischen Tomaten kommen mit runter. Dann gießen wir die Brühe dazu. Das Ganze lassen wir jetzt mal aufkochen. Jetzt fängt das Ganze wieder so richtig schönes Kochen an. Und jetzt geben wir der Sache noch so 20 Minuten. Bis dahin sollte dann der Reis so richtig schön aufgequollen sein. Und dann kommt der Fisch rein. So, die 20 Minuten sind rum. Der Reis, der ist jetzt richtig schön gequollen. Ich habe den Deckel ein bisschen drauf gehabt. Jetzt gerade runter. Und jetzt kommt der Fisch dazu. Also gebe ich jetzt komplett den Fisch in den Eintopf rein. Rühre den jetzt nur einfach mal kurz durch. Der Fisch bleibt jetzt da 10 Minuten drin. Ich mache das Gas aus, mache den Deckel drauf. Da drin darf er jetzt garen. Dazu der Deckel drauf. Und gut ist es für die nächsten 10 Minuten. So, die 10 Minuten sind rum. So, der Fisch ist jetzt so richtig schön auf dem Punkt. Soll der zumindest sein nach 10 Minuten. Und jetzt müssen wir die ganze Sache da abschmecken. Da geben wir noch ein ganz bisschen Salz dazu. Und ein wenig frisch gemahlener Pfeffer. Das sollte es gewesen sein. Mal versuchen. Jawohl, ja. Der Fischkanäleneintopf und die Frau kriegt noch die Jakobsmuschel dazu. Aber nichtsdestotrotz, von dem Teller werde ich jetzt erstmal probieren. So, und ganz ehrlich, jetzt bin ich selber ein bisschen gespannt. Ich bin ja, wie gesagt, habe ich ja vorhin eingangs schon gesagt, kein so ein großer Fischfan bzw. ein Fischprofi. Deswegen haben wir das ein bisschen einfach gemacht mit der Fischgeschichte heute. So ein Fischgarnelen-Eintopf. Tja, aber nichtsdestotrotz, ich werde ihn jetzt probieren. Und ich muss sagen, ich bin schon mal erstaunt und vor allen Dingen sehr begeistert, dass der Fisch jetzt nicht irgendwie zerfallen ist, sondern der ist wirklich noch richtig schön stückig. Und jetzt probieren wir einfach mal. Ja, da könnte sogar ich zum Fischfan werden. Also, schöne leichte Schärfe drin. Der Fisch ist, wie gesagt, auf dem Punkt. Richtig schön durchgegart, aber nicht trocken. Gar nicht trocken. Vanille. Auch richtig schön gut. Wie gesagt, die Jakobsmuschel, die bleibt der Frau. Ich bin jetzt selber richtig schön angetan davon, muss ich ehrlich zugeben. Also, wie gesagt, ich bin kein großer Fischfan, aber das schmeckt mal. Eine richtig schöne Schärfe ist da. Das ist nicht so extrem fischig, wie man so. Dann wäre es eh nicht gut. Wenn der fischig schmeckt, ist er nicht mehr guter Fisch. Aber nichtsdestotrotz, das ist eher so wie ein Fischgulasch, würde ich fast schon sagen. Also, Fisch, Garnelen, Eintopf. Rezept findet ihr unten. Ich hoffe, ihr macht es einmal nach. Gut für jetzt, Karfreitag, ist es ein bisschen zu spät. Aber ich habe mir sagen lassen, soll nächstes Jahr wieder kommen. Und im Übrigen ist Jahr 365 hoch, da kann man es zwischendurch einmal machen. Schöne Geschichte, die mir jetzt richtig gut gefällt, obwohl, wie gesagt, kein großartiger Fischfan, aber das habe ich schon dreimal gesagt, das muss ich nicht öfter sagen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Macht's nach, kann ich nur anraten. Wenn es euch gefallen hat, möchte man vielleicht einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr was dazu schreiben wollt, schreibt es unten in die Box rein. Da findet ihr auch, wie gesagt, das Rezept dazu. Den Kanal abonnieren sehr, sehr gerne. Bitte tut's. Da kommt das Logo, klickt da drauf, könnt ihr abonnieren. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder zu einem neuen Rezept. Barbecue aus Franken. Ich bleibe jetzt noch in euer Sven und esse jetzt Fisch. Bis dann. Tschüssi. So, kleiner Nachtrag noch, nachdem die Teller leer gegessen sind und ich ein sensationell von der Frau bekommen habe. Hat mich richtig gefreut. Sie sich vor allen Dingen über die Jakobsmuschel. Das war TK-Fisch, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Könnt ihr aber bedenkenlos machen. Kauft euch den TK-Fisch, taut ihn langsam über Nacht im Kühlschrank auf und ihr habt ein richtig gutes Produkt. Also nicht mit warmem Wasser oder wie auch immer. Schön langsam in Ruhe auftauen, wie wir es beim Fleisch halt auch machen. Also, jetzt bis nächsten Mittwoch. Ich bleibe euer Sven. Tschüssi.